Dieses Spiel beinhaltet die Darstellung von Gewalt und verstörenden Szenen. I assure you, that is no gift. It is a curse. And I shall sign your contract. Tja, meine Freunde, dann ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Wimmelbildabenteuer auf den Holys Klick-Abenteuer-Kanal. Nämlich Haunted Legends 11, die verfluchte Gabe. Es handelt sich hier wiederum um ein Einzelstück. Also ich habe meines Wissensstands nur diesen Teil von Haunted Legends. Kann natürlich mich auch täuschen. Ich habe ja so viele Wimmelbild-Spiele. Es herrschen auch wieder hier wieder die Holy Wimmelbild-Regeln. Folgenlängen sind spontan. Rätsel werden sehr lange versucht. Und wenn ich der Meinung bin, dieses Versuchen würde die Folgenlänge sprengen, werde ich diese Rätsel überspringen, aber mit dem kleinen Hintergrund und Hintergedanken das Ganze dann auf Twitch, auf den HolyDiver231 Twitch-Kanal zu streamen und die Rätsel, die ich im Let's Play übersprungen habe, dort zu lösen. Und ja, ich würde mal sagen, wir drücken auf Spielen. Wir machen auf Normal und drücken auf OK. My son, I have been ill for many years, but I fear it has finally overcome me. Soon, I will dwell with our ancestors. We shall always watch over you. You may speak to us, but you must not let anyone know. Möchtest du das Spiel erklärt bekommen? Nein. Und somit sage ich hier an dieser Stelle Hallöchen Popelchen, meine lieben Freunde, und willkommen zu Haunted Legends 11, die verfluchte Gabe. Aber ich merke gerade, ich muss meine Webcam nochmal ändern. Jetzt seht ihr mal ganz kurz das Pausebildchen. Und ich mache mich jetzt auch ein bisschen kleiner. So. Gut. Und ich muss dazu sagen, ich muss dieses Spiel leider im Fenstermodus spielen. Es will kein Vollbild annehmen. Also nicht böse sein, wenn ich bei Wimmelbild spielen oder bei bei Wimmelbildern oder bei Rätseln ein bisschen länger brauche als gewohnt, ja? Ich mag zu diesem Fenstermodus überhaupt nicht, auch wenn das ein bisschen so einen Touch hat von Mobile Wimmelbild spielen. So, jetzt schauen wir uns mal ein bisschen um. Es ist regnet, wir sind draußen, wir wollten eigentlich rein. Oh, okay, erstmal kriegen wir eine Notiz oder einen Brief. Das ist der Junge anscheinend, den wir gerade gesehen haben. Das ist das Haus. Detective, if you are reading this, then I am dead. A few years ago, I signed a contract to transfer my son's ability to an evil man. A deal I now regret. Though I used my life to break the contract, this man still seeks my son's power. While trying to protect my son, I only doomed him. I've heard of your work, Detective. I beg you, protect my son, Sebastian. You're the only one who can. Sincerely, Lucas Malloy. Ich lese aber trotzdem nochmal ins Deutsche vor. Auch wenn ihr lesen könnt, das weiß ich. Detective, wenn Sie diese Zeilen lesen, bin ich bereits tot. Vor Jahren habe ich per Vertrag die besondere Gabe meines Sohnes an einen bösen Mann übertragen, was ich heute bereue. Obwohl ich alles tat, den Vertrag zu widerrufen, nutzte der Mann immer noch Sebastians Gabe. Ich wollte meinen Sohn nur beschützen, doch habe nur Unheil über ihn gebracht. Ich bitte nun Sie, Sebastian zu beschützen, nur Sie sind dazu in der Lage, Detective. Herzlich,
Lucius, also Lucas, also Lucius Malloy. Da haben wir jetzt eine Notiz, also den Brief. Entschuldigung. Das kann nur Sebastian sein. Oder Sebastian. Ich muss hinterher. Da ist ein Pferdekopf. Wow. Wow, was war das? Ich schätze mal eine Geisterhand, würde ich mal vermuten. So, jetzt schauen wir uns mal das mal hier an. Wir haben eine Aufgabenliste. Verschaffe dir Zutritt in das Haus. Befreie den Jungen. Dann schaue ich mir mal die Karte an. Jesus Maria. Ja, okay, bisschen Dracula-Touch, würde ich mal behaupten. So, dann schauen wir uns mal hier um. Okay, hier kommt zum Beispiel der Pferdekopf hier hin, aber wir brauchen noch einen. Da liegt ein Schlüssel drauf und hier brauchen wir ein Amulett. Oder beziehungsweise doch ein Medaillon in Form von einem Hirsch. Ah, da ist der andere Pferdekopf. Halte dich von diesem Ort fern. Das ist eine Warnung, die man eigentlich ernst nehmen sollte. Ich komme nicht heran. Ich habe es schon irgendwie geahnt, dass er das sagt. Ah, da ist der Hirsch. Und wahrscheinlich brauchen wir hier den Schlüssel. Burg, was? Burgring Street 5. Oder 5. Burgringstraße 5, wenn es übersetzt so heißt. Wir bedauern, Ihnen mitzuteilen zu müssen, dass Ihre Behandlung ausgesetzt wurde, da Ihre Rechnung seit nunmehr 8 Monaten nicht mehr bestritten wurde. Sobald eine Zahlung erfolgt, setzen wir Ihre Behandlung gerne fort. Professor Maris von der CPO Klinikum, also vom Klinikum von dem. Verstehe ich aber nicht, warum. Ich meine, er kann da trotzdem behandelt werden. Ärzte haben die Pflicht, Menschen zu helfen in Not. Da kann man die Zahlung halt mal aussetzen und dann, wenn der Patient wieder zu Geld kommt, kann der Patient halt Ratenabzahlung die Rechnung zahlen, oder nicht? Tests bestätigen, dass die Krankheit Ihres Sohnes sehr selten und leider unheilbar ist. Wir bitten Sie, Kollegen zu konsultieren, die sich auf Behandlung ausgefallener Krankheiten spezialisiert haben. Hochdankungsvoll, Professor Maris. Wenn ich ab und zu mal husten und mich räuspern tue, nicht wundern, ich bin nicht krank. Ich habe bloß mich heute verschluckt, einen Krümel von einer Waffel. Und der ist schon fast komplett weg, bloß mein Hals wurde ein bisschen angegriffen. Also ich bin ein bisschen doppelt moppelt gehandicapt, so. Okay. Endlich habe ich sie gefunden. Laut einer Legende befindet sich in dieser Schatulle ein uraltes Artefakt zur Bekämpfung böser Mächte. Um zu verhindern, dass jemand das Artefakt für seine eigenen Zwecke einsetzt, wurde es mit 12 Siegeln gesichert. Nur Menschen mit reinen Absichten können sie finden und das Artefakt zu seinem eigentlichen Zweck einsetzen. Wer versucht, diese Schatulle auf andere Art zu öffnen, wird mit sofortigem Tod bestraft. Harold Malloy, wahrscheinlich der Vorfahre von Lucas Malfoy, Malfoy vor allem, Malloy. Ah, da sind noch Streichhölzer und nochmal so ein Türjuwel. Und wir können ja jetzt die Kutsche auch aufmachen. Das wahrscheinlich ein Schattenwimmelbild vor sich hat. Jawoll. Also das ist das, das, das. Dann fehlen die Brillengläser. Da. So. Das, 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 das,
das hier, da kommt die Feder rein, das hier und das hier. Und wir kriegen einen Gehstock. Das heißt, wir können hier das hier rauspopeln. Hier oben können wir das hier runterziehen. Und somit haben wir alle Türjuwelen. Bewege die Juwelen an die farblichen passenden Stellen. Wähle ein Juwel aus, um es auf den nächsten freien Platz zu verschieben. Im schweren Modus können nur Juwelen bewegt werden, die nicht von einer Hand abgedeckt werden. Wähle eine Hand, um sie an eine Stelle zu verschieben. Okay, dann schauen wir mal. Jawohl. Wow. Was ist hier los? Träume ich? Puh, ist das dunkel. Endlich, jetzt kann ich etwas sehen. Und der hockt wahrscheinlich schon etwas länger da. Oh, okay. Der Junge ist größer gefallen, als ich dachte. Die Zeit des Vertrags zu erfüllen ist gekommen. Gib mir den Jungen und deine Schulden sind beglichen. Ein Foto liegt bei. Adresse Burgring Straße 5 SG. Okay. Und da kriegen wir einen Notenschlüssel. Da ist ein Auge. Sebastians Mutter muss den Brief geschrieben haben. Lieber Sebastian, ein Arzt, der dir vielleicht helfen kann, ist auf dem Weg in die Stadt. Ich werde mich mit ihm treffen. Wenn du morgen früh aufwachst, warte ich bereits auf ihn. Aber keine Sorge, jemand wird da sein und sich um dich kümmern. Ich liebe dich, Mama. Süß. Was war das? Okay, da kommen irgendwelche Sternchen rein, die wir noch nicht haben. Cool, die Kerze kann man ausmachen. Alter, ew. Wer ist der Mann? Ah, es passiert nochmal. Schon cool. Erinnert mich ein bisschen an Lies of 4. Hallo Kätzchen. Wähle die markierten Kisten aus und finde Paare. Das war einfach. Okay, hier brauchen wir Code, aber hier ist auch noch was drin. Abstellkammer. Und hier brauchen wir einen Code. Da brauche ich gar nicht drauf drücken, um das zu sehen. So, da kann ich natürlich rein. Wow. Wie seltsam, vielleicht kann sie mir ja sagen, was hier los ist. Ich glaube nicht, ich glaube eher, dass das eine Falle ist. Ja, die Dame ist mich schon längere Zeit tot.
Als es sich in diesem Haus spukt es. Und so werde ich auch die Folge nennen. Definitiv. Erstmal schaue ich mich hier am Sessel um. Delay News. Heim einer wohlhabenden Familie zerstört. Okay. Was ist mit dem Vermächtnis des Forschers geschehen? Das ist ja der auch auf dem Gemälde, okay. Da ist noch ein Notenschlüssel. Haben alle drei. Was ist hier? Ah, schaut mal. Da ist ein Stern. Abrechnungen. Nochmal mehr. Nochmal mehr. Okay, jemand hat hier Rechnungen verbrennen wollen. Da brauchen wir andere Notenschlüssel. Okay. Entschuldigung, Madame. Ich wollte sie nicht verletzen. Es sieht so aus, als ob noch jemand anders versucht hat, zu Sebastian zu gelangen. Dein unfähiger Freund hat versagt. Wie schwer kann es sein, einen kleinen Jungen zu entführen? Ich hoffe, du hast mehr darauf. Locke seine Mutter aus dem Haus und schnapp dir den Jungen. Ich belohne dich auch, fürstlich. SG. Schon wieder SG. Ankündigung. Ein berühmter Heiler kommt in die Stadt. Er behandelt seltene Krankheiten, verpasst nicht die einmalige Gelegenheit, eure dahinsichtenden Angehörigen zu retten. Konsultationen sind heute Abend auf dem Marktplatz möglich. Die Zahl der Patienten ist begrenzt. Ja. Ich hörte, dass das passiert, wenn ich die richtige Reihenfolge auf die Taste drücke. Ja, das war jetzt auch nicht schwer. Okay, das ist wahrscheinlich eines der Siegel hier für die Kiste. Und der Code. Okay. So, ich zeige euch mal die Kiste. Eine königliche Schatulle. Was wohl da sich darin befindet? Ein Artefakt. Das haben wir ja gelesen. Ich werde aber noch keins der Siegel hier reinsetzen. Ich werde das, ich werde die sammeln. Das sind jetzt 5, 7, 9, 10, 12 Siegel. Und die werde ich erstmal alles sammeln. Ich hoffe, ich krieg's zusammen. Ohne dass ich in Verführung komme, doch was einzusetzen. Okay, 5. Oh Gott. Langsamer geht's nicht, oder? Was? Das war jetzt nur ein Scherz, ich bin nicht wirklich eingenickt. So. Ah, kenne ich schon. Sowas kenne ich schon. Wow. Lucas Malloy, wenn ich mich nicht täusche. Detective, you came. I'm the one who wrote you. I'm Lucas, Sebastian's father. That dwarf will do anything to get my son's ability. I tried breaking my contract with the dwarf and died because of it. But even that didn't stop him. Sorry, ich musste kurz was trinken, damit das Kratzen verschwindet. He even sent thugs to kidnap my son, tricking even my wife. And now he's loose in my house. You must stop him. Please? Save Sebastian. Ich gebe besser Gas, ja, auf jeden Fall. Stelle das Bild wieder her. Wähle zwei Kacheln aus, um ihre Position zu tauschen. Das war jetzt auch nicht schwer. Sonst ist hier nichts mehr, oder? Nö. Ich muss sagen, die ganze Aufmachung, die Musik, die Atmosphäre erinnert mich auch wirklich ein bisschen stark an gewisse DuckTales-Teile. Jetzt nicht so an DuckTales 16, aber ihr wisst schon, was ich meine, oder? Boy, your father promised me your gift, and I will get it, one way or another.
Ah, das muss der Zwerg sein. Armer Sebastian, der böse Zwerg hat etwas Schreckliches mit ihm vor. Ja, definitiv. Okay, jetzt kann ich wahrscheinlich hier sägen. Ernsthaft? Ich wurde auch in Mexiko bekannt als Speedy Segos Gonzales. Der Dunstnebel hier. Give me the boy, or you regret it. Okay, und er ist verschwunden. Sieht so aus, als ob ich nicht der Einzige bin, der Sebastian will. Und es tauchen zwei Geisterritter auf. You want to see Sebastian? The last two thugs that tried to hurt Sebastian paid dearly. No one may see Sebastian without our permission. Who has invited you here? How do we know you are this detective? You could be working for that dwarf. We've already got our hands full protecting Sebastian from him. You must prove your good intentions. The dwarf needs certain artifacts to steal Sebastian's power. You must prevent the dwarf from obtaining these artifacts. The first artifact is a special kaleidoscope. The dwarf mustn't learn its secrets. It is in the office. Stop him from stealing it. Also da zeigt der Geist uns was. Wer mit dem Begriff Kaleidoskop nichts anfangen kann, den empfehle ich, dem Film Da Vinci Code anzuschauen. Dort gibt es nämlich auch ein Kaleidoskop, das verraten tut, wer der Erbe Jesus ist. Also ein bisschen religionsmäßig, ja, ich weiß. Aber kann ich nur empfehlen. So, meine Freunde, ja, aber ich sehe jetzt, dass die Folge vorbei ist. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, wisst ihr, wie ihr es bemerkbar machen könnt. Mit einem Däumchen nach oben und natürlich den Abo-Button nicht zu vergessen zu drücken. Und dann sage ich mal ein herzliches Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Folge von Haunted Legends 11, die verfluchte Gabe.